Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Und ich wollte gerade ansetzen, euch zu begrüßen. Schon fällt er mir wieder ins Wort. Da sind wir wieder. Und wir haben genug zu tun. Ja. Fangen wir mal an. Hier ist eine Escort-Aufgabe, ne? Ich glaube, dafür haben wir das letzte Mal noch unter anderem dafür ein Linienschiff in Auftrag gegeben. Das ist gleich fertig. Das können wir nehmen. Und ansonsten würde ich gerne ein bisschen mehr Systematik hier reinbringen, weil bisher kann man das nicht behaupten, dass sie da ist. Wir hätten hier noch La Coquille, da müssen wir uns drum kümmern. Wir haben Pipa Bamba beim letzten Mal erobert. Da müssen wir auch ran. Wir haben die Quest. Also, wir fangen jetzt mal an mit der Eskorte hier. Nummer 1. Urs Flautbäcker. Leg los. Genau. So. Wir schauen mal kurz nach La Coquille. Hier haben wir auch noch diverse Problemchen zu lösen. Wir haben ja noch nicht mal die Mitarbeiter hier für, also Handwerker brauchen wir ja eigentlich für unsere Küchen und alles drum und dran. Und sehr wenig Platz, das hier irgendwie hinzubekommen. Eventuell müssen wir diese weitere Produktion auf eine andere Insel umlagern. Das schauen wir uns dann nochmal an. Und ja, wir gucken uns zuallererst mal die Bar Bamba an, oder so hieß das doch, ne? Da sind wir. Wir haben, was haben wir denn eigentlich? Banane, Baumwolle, Kakao, Mais. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Und Kaffee, danke. Einmal Lehm, viermal Gold. Jo, wir haben jetzt nicht sonderlich viel Holz, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass es reicht. Zum königlichen Geleitschutz. Ja. Macht ihr doch schon, oder? Ich dachte, das macht ihr doch schon. Neben dem Schutz schätze ich auch die Gesellschaft. Ach, ihr seid noch gar nicht losgefahren. Na, dann kann es ja losgehen jetzt. Okay, machen wir weiter. Pipa Bamba. Ihr Hafen wird angegriffen. Oh, nee, oder? Wurde. Ich sehe schon, ich komme heute zu gar nichts, ne? Nicht zu dem, was ich möchte. Alle Mann auf der Fischstation. Kalikos Halsabschneider entern ein Handelsschiff. Ruhe, nichts sagen jetzt, ne? Eine wehrlose Handelsbrig wird von abscheulichen Piraten geplündert. Der Kapitän der Brig hat viele Freunde in ihrer Mannschaft, die bereit sind, für seine Rettung ihr Leben zu geben. Die Piraten unterstehen Calico Roberts, dem letzten grausamen Piraten, doch was dämmert und sie haben ihr Schiff nicht bemerkt. Ich hoffe, sie haben sich das auch verdient. 14.000 für Nicht-Angriffspakt? Nö. Barbar. Ja, hast du Pech gehabt. So. Erfolgschance 55%, wenn wir angreifen. Also wenn wir es unter Beschuss nehmen, entern 15%. Und Mimimi machen wir nicht. Angreifen. Seht mal, was Jonas im Wal gefunden hat. Gold, der Erfolg stellt sich schnell ein. Salve auf Salve durchlöchert den Rumpf des Piratenschiffs und verwandelt ihn in einen Schweizer Käse. Die überraschten Piraten schwenken plötzlich die weiße Fahne und das Gefecht ist vorüber. Die Kaufleute sind dankbar für die Rettung ihrer Waren und zahlen eine angemessene Belohnung. Check. So, was haben wir denn hier? Nicht über Bord werfen. Wir haben gar keinen Platz. Also, Fisch weg, Gold hin. Damit müssen wir leben. Und wenn wir ohnehin keinen Platz haben, ja, das war nicht sonderlich clever gemacht. Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Dann kehren wir heim. Bevor wir das Gold verlieren. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. So, Pipa Bamba, Klappe 2. Nächster Versuch. Da stehen geblieben bei, wir haben nicht viele Bretter. Wir brauchen ja ein bisschen was für Häuser. Und für den Marktplatz. Ohne die geht gar nichts los und ohne Fisch, beziehungsweise hier ohne gebackene Bananen. Ah, schwierig. Spielstand gespeichert. So, die Quest haben wir auch noch. Also, wie machen wir das denn? Ich würde mal den Marktplatz irgendwie hier auf die andere Seite bauen wollen. Wenn der weit genug reicht, wäre das toll. Nochmal drüber schauen? Ja, kann ich nicht mal hier 3 Minuten was in Ruhe machen? Wäre das mal möglich? Marktplatz. Ich bin kein großer Redner,
Meine Stimme klingt besser, wenn man sie druckt. Zufriedenheit minus 5. Das müssen wir ein wenig mit Propaganda. Galadriel, das macht mich froh. Ja, wir lektorieren. Das macht mich froh. Das ist gut. Ob rein damit veröffentlichen. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Tja. Wer kann es schon sagen? Wir werden es nicht rausfinden. So, wir fangen jetzt mal... Richtig so. Pressen Sie den letzten Tropfen aus diesem Stein. Wir fangen mal vorsichtig an hier. Meine Vorräte müssen ja reichen. Muchas gracias. So, zu essen haben wir nüchte. Wie viel braucht man denn für eine Holzproduktion? Arbeitskräfte 10. Es mangelt an Arbeitskraft. Und hier brauchen wir 30. Hier brauchen wir auch ganz schön viele. Also wir probieren einfach mal eine Holzproduktion aufzubauen. So, hier hinten ist Lehm. Ja, dann machen wir es doch gerade mal direkt so. Es mangelt an Arbeitskraft. Locker bleiben. Brauchen wir noch ein Sägewerk. Ach, das setze ich doch mal direkt hier dran, oder? Ja. Das Lagerhaus muss da auch noch irgendwie hin. Ach, das setze ich aber irgendwo... Ich setze es hier dran. Ja, dahin. Jetzt wollen wir mal gucken, ob hier irgendwie Wachstum verzeichnet werden kann. Ja, doch, da ziehen ein paar Leute ein. Das ist gut. Dann bauen wir jetzt mit dem letzten Holz, das wir haben. Die Feierlichkeiten sind beendet. Nochmal 2 Buden. Und mit dem nächsten Holz, das kommt. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Werden wir dann irgendwie hier ein bisschen ausbauen und es wird... Hier, gebackene Bananen auch irgendwann geben. Okay. Jetzt müssen wir erst warten, bis hier Holz eingelagert wird. Und wir gucken hier mal rein. Hier fehlt uns ja auch alles an Arbeitskraft. Ponchos fehlen. Poncho-Weberei. Ah, da haben wir auch schon den Grund gefunden, ne? Dann sollte das doch eigentlich fast von alleine klappen hier. Weil Platz haben sie noch ein bisschen in den Buden. Das ist okay. Vielleicht können wir noch eine Reihe Bütchen dran stellen. Das ist schon alles recht voll hier. Machen wir es einfach so. Sind nochmal 60 Leute, wenn es voll besetzt ist. Das ist alles wunderbar. Was ist hier los? Ah, da müssen wir mal aufstocken. Wenn wir denn Leben hätten, wäre das möglich. Endlich wieder in heimischen Gefilden. Ja, perfekt. Ihre Expedition kehrt unversehrt zurück, ohne das gefunden zu haben, wofür sie ausgesandt wurde. Wir haben Gold. Das ist in Ordnung. Das geht mal ganz direkt. Keine Itemplätze mehr, ist das richtig? Spielstand gespeichert. Ach gut, das sind Waren. Warten wir auf die nächste Expedition, würde ich sagen, ne? Ob das Schiff wird, das dann fährt, das ist eh die Frage. So, bitte.
Die müssen uns ja angeboten werden, hier die Expedition. Wir bauen mal das nächste Linienschiff. Und gucken mal, wie es im Piper Bamba ausschaut. Ansonsten könnten wir uns ernsthafter mit dem Thema Lakokil auseinandersetzen. Du bist eine der Säulen der Jorgensen-Stiftung. Ja, danke, danke, danke. So, das sieht jetzt nicht ganz verkehrt aus. Was können wir denn hier machen? Wir haben ja noch überhaupt keine Baumwolle angebaut. Zuckerrohr auch nicht. Hier könnten wir Rum herstellen auf der Insel. Gucken wir mal. Rum geht mit Obreros. Eben diese nicht. Verzogenen Obreros wissen nicht einmal, was Arbeit heißt. Ja, alles gut. Also. Ich weiß, dass wir noch mehr tun können. Kaffee, aber Kaffee ist hier nicht. Melonen, Baumwolle und Alpaka. Dann hätten wir das doch schon mal, oder? Nur die Frage, wo wir das hinbauen. Hier ist überall Öl. Unten gibt es Lehm. Journaleros, tut mir leid. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Ja, dann fangen wir doch einfach nochmal hier an. Eine Baumwollplantage, die braucht 10 Arbeitskräfte. 1 Minute 30 Sekunden. Das heißt, wir brauchen hier... Es mangelt an Arbeitskraft. 2 Baumwollplantagen. Jetzt weiß ich noch gar nicht, wie groß die sind. 144 Felder, Himmel, Herrgott. Dann setzen wir das Ding mal um. Noch Platz für die Straße gelassen, oder ja? Das machen wir einfach mal so. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine Straße brauche, aber... Keine Felder, keine Arbeit. Ja. Ziehen wir es mal so. Das ist die eine. Davon brauchen wir noch eine zweite. Die kommt so hier dran. Ja, was? Dann brauchen wir eigentlich doch. Nee, die Straße brauchen wir dann hier hinten gar nicht. Dann kommt die doch weg. Dann kommt das hier weg. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Muss ja jetzt sowas kommen, ne? So passt das. Friemeln wir hier alles noch ein bisschen rein. 1, 2. Das wird nicht schwer. Stillstand gespeichert. Naja, dann machen wir es hier hin. Okay, so, Krankheit. Wir haben hier kein Krankenhaus. Oder? Nee, sieht nicht so aus.
Die Epidemie wurde besiegt. Bitte? Doch, da ist eins. Alles gut, dann können wir das doch abreißen. So, dann machen wir das hier noch weiter gerade. Eine Alpaka-Farm. Das machen wir insgesamt anders. Machen wir lieber so. Aber wohin damit? Ja, kriegen wir noch. So ist das eigentlich sinnvoll, oder? Dann könnten wir nämlich noch eine zweite dazu stellen. Okay. Hier könnte man nochmal ein Lagerhaus hinbauen, ganz grundsätzlich. Hätte zwar den Weg anders legen können, aber das dauert ja hier schon zu lange. Also, nehmen wir noch ein neues Lagerhaus. Schön hier in die Ecke. So, die Alpaka-Weide, die haben wir. Jetzt gucken wir nochmal. Pilzfabrik, Baumwollweberei, jeweils einmal, alle drei je einmal. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ach komm, hör doch auf. Würde da noch einmal Alpaka hinpassen? Es könnte gut sein, oder? Wir ziehen doch aber lieber was um. Dann wissen wir, dass es sicher geht. So. Das hast du dir mehr als verdient. Eine Melonenfabrik. Oh, danke, Bente. Das ist aber sehr, sehr nett. Auch sehr nett. Dann schleime ich mich doch mal bei euch ein. Bei ihr müssen wir nicht. George, komm, hopp. Weißt du, magst das. Schön, dass wenigstens eine Person an das glaubt, was ich zu schaffen versuche. Na klar. Wir sind doch gute Buddies, mein Lieber. Es mangelt an Arbeitskraft. In Liquid. Okay. So, aber ich würde mal sagen, hier kriegen wir doch mal was zustande. Jo, Kaffee wird halt nix, ne? Ist halt so. La Coquille. Ah, Pipabamba, ne? Du treibst durch meine schwärzesten Gedanken wie ein Geisterschiff. Oh, hier müssen wir schnell eine Straße bauen. Da haben wir was vergessen. So, da hätten noch Häuser hingepasst. Das lassen wir aber schön sein. Jetzt dürfen wir es doch renovieren. So, bitte. Holzfabrikation läuft. Wir brauchen hier noch Bananen. Spielstand gespeichert. Und wo hauen wir das Ding hin? Schön in die Ecke.
So, da fehlen noch ein paar. Okay. Ein Alles Lagerhaus. Gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Die Flammen wurden gelöscht. Na, also da muss ich ja mittlerweile noch nicht mal mehr gucken. Das läuft ja auch so ganz von allein. So, wenn es was zu essen gibt, dann ziehen auch mal ein paar Leute ein. So stolz war ich schon lange nicht mehr. Oh, es wird eng. Es reicht nicht ganz. Da hauen wir doch noch mal. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ja, neue Expedition. Wunderbar. Dann wollen wir mal gucken, wer heute geht. So, was haben wir denn? Wieder eine Piratenjagd. Ich sehe direkt ins Auge des Heraufziehenden Sturmes. Heilkunst haben wir gar nicht. Oha. Wir schauen mal. Wie sieht das jetzt? Keiner so wirklich bereit, okay. Die Feierlichkeiten sind beendet. Ist mir aber echt Kein zu wenig, ehrlich böses gesagt. Erwachen in Sicht. Hier ist ein Slot mehr. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Da kommt aber auch nichts. Nichts wirklich zustande. Wir gucken mal, wen wir hier haben. Redegabe, Navigation. Wenn wir dich mitnehmen, wie schaut's aus? Da geht was, okay. Schiff vom Stapel gelaufen. Na, perfekt. Redegabe 5. Redegabe 5. Wir schick 30. Können wir aber nicht mitnehmen. Doch hier. Jo, einen Platz sollten wir auf jeden Fall freilassen. Dann fangen wir doch an. Kommt denn die Heilkunst her? Von wem? Egal, fragen wir nicht. Klicken wir los. Bis Urs, viel Erfolg. So. Ei! Seepferd, hallo. Wir haben jetzt irgendwie mal echt noch ein paar Probleme mit den Schiffen. Wir könnten jetzt mal ein Handelsschiff gebrauchen. Hier so ein Clipper. Denn es werden ja momentan gar nicht alle Routen bedient, wie das ausschaut. Die wird gar nicht bedient. Den können wir eigentlich mal verkaufen, oder? Habe ich überhaupt gar keinen Überblick, gerade welches Schiff ich hier nehmen könnte. So, Expedition. Die sind alle auf Eskorte. Seepferd, Poseidon, was ist mit dir? Wo bist du? Du stehst da, Fregatte. Dich könnten wir eigentlich nehmen für die Handelsroute, oder? Ja, bitteschön. Alles klar. So, und jetzt hätten wir hier Seepferd und... Ach, Pinguin, Pinguin. Das ist doch super. Gespeichert. Hier, nix Poseidon, weg Poseidon. Pinguin, bitte. Da, bitteschön. Perfekt. So, und Poseidon wird jetzt... Nein, andersrum. Du hier, Seepferd, wirst die Gruppe 2 gründen und die wird Pinguin begleiten. Gemeinsam triumphieren wir. So ist das.
Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch. Was ist mit dir? Ah, hier diese Nuckelpinne. Da müssen wir auch nochmal was dran ändern, irgendwann. Räudiger Hund, du kannst... Vielleicht können wir dich hier irgendwo verkaufen. Die Menschen lassen sie hochleben. Halt ich mal hier hin. Und nicht nach Bright Sands. Nee, das wäre ja dumm. Nicht zum Feind. Ente, hm? Du willst doch ein Tippitoppi-Schiffi von mir haben. Nur ein paar Wellen entfernt. Okay, so, La Coquille. Was machen wir jetzt mit dir? Da wollten wir auf jeden Fall nochmal reinschauen. Wir haben Bauern, wir haben Arbeiter, wir brauchen aber das ist unser gutes Handwerker Recht. Und dafür fehlt uns Brot. Das kommt natürlich jetzt hier irgendwie mit dieser Handelsroute. Gucken wir nochmal kurz. Yo, La Coquille. Wird wahrscheinlich nicht sehr viel Brot sein. Aber wir schauen mal. Ist wie eine frische Aufwerten Wiese. Könnten wir hier noch nicht. 7% unerfüllte Bedürfnisse, das ist natürlich noch zu wenig. Insofern, wir kaufen auch noch mal ein bisschen Brot bei, würde ich sagen. Damit wir doch immer irgendwie so ein bisschen im Bestand haben. Kaufen. Ja, und wenn wir das haben, dann können wir ja erst anfangen, Handwerker überhaupt hier ins Boot zu holen, hätte ich fast gesagt, um Gottes Willen. Wollen wir hier kurz mal hinschauen? Das machen wir noch, oder? Flotte geht auf Fahrt. Und schauen wir gerade nach Pimperbamba, ja. Mhm. Gut. Reden wir besser nicht drüber. Versorgungssituation mit Essen ist gut. Marktplatz ist ein bisschen dürftig. Naja gut, dann werden die halt nicht so... Ah, Moment. Naja, nicht so schlimm. Aber dafür versorgt er echt eine große Ecke, ne? Dann stellen wir die nächsten Häuschen noch hier nebendran. Das wird nichts. Dann machen wir hier die nächste Reihe. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Kleinstadt, yay. So. Obreros haben wir noch nicht. Ponchos brauchen wir jetzt noch. Machen wir so, dann passt hier gleich noch was daneben. Und die Poncho-Weberei. Würde zum Beispiel eigentlich ganz gut noch dahin passen. Aber wir könnten hier natürlich noch eine zweite Straße machen. Schiff vom Stapel gelaufen. Falls wir die nochmal irgendwann brauchen. Dann hätten wir jetzt auch Ponchos. So, wo ist mein Schiff gerade vom Stapel gelaufen? Na komm schon, hopp. Ein neuer Auftrag? Delphi, Clipper, wir tauschen ein Schiff mal aus. Wen haben wir denn hier? Die Augusta, das ist nur noch ein Flaggschiff. Bis Augusta. Und das wird jetzt Delphi werden. Hopp, annehmen. So.
Oh, Sidon, wo bist du denn? Räudiger Hund? Augusta, dich können wir auch nicht mehr brauchen. Dich schicken wir mal runter Richtung Bente auch. Und dann schauen wir mal, ob sie den ganzen Schrott abnimmt für irgendwelches Geld. Was ein gutes Thema ist, das geht gerade ziemlich in den Keller. Wie können wir noch ein bisschen schneller an Geld kommen? Hier fehlt Arbeitskraft. Das sollten wir mal schnell noch korrigieren. Einfach großartig. Ist alles ganz gut besiedelt, ne? Da gibt es ein paar Bauernhäuschen noch dazu. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Hat er Pech gehabt, würde ich sagen. So. Arbeitskraftmangel haben wir hier nicht mehr. Segel wird entladen. Lager voll. Lager voll. Ja, La Isla. Dann müssen wir doch mal nach La Isla gehen und ein paar Kanonen verbrauchen, oder? Also La Coquille, da kommen wir auch irgendwie nur langsam vorwärts. Das ist Pipabamba. Oh, hier gibt es eine Quest. Was haben wir denn? Ich wüsste Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Eine Lieferaufgabe, ja, okay. Ich glaube, Sie lösen das Problem. Na dann. Ja, dann werde ich mich lange erinnern. Das ist ein feiner Zugriff. So, Moment. Also, hier müssen wir abliefern. 14 Tonnen Kanonen. Jetzt holen wir uns erstmal die hier gerade. Oh je. Was ist ein Durcheinander schon wieder? Oh, hier war aber ein Schiff schneller als die anderen. Hier geht's noch weiter. Sieht aus, als könnte es hier auch Ärger geben. Sieht feindlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. Schiff unter Beschuss. Jo, es war klar. Feindliches Ziel erfasst. Lässt dich nicht locken. Der geht ja unter. Nein. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ein Schiff wurde zerstört. Das ist doch das für den Geiseln. Das ist jetzt aber dumm gelaufen. Können wir die Geiseln noch irgendwie? Ja. Wir können sie retten. Perfekt. Gut, um dieses Schiff ist es jetzt nicht unbedingt schade. Das konnte ja nichts. Dann haben wir aber hier noch ein Gefangenenlager. Dann gehen wir da noch Flotte hin. Unterwegs. Haben wir denn alle Flüchtlinge? Ja. Spielstand gespeichert. Okay. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, perfekt. Wir wissen halt, was gut ist, ne? So, hier, wir müssen irgendwie an Geld kommen. Wir wären dann soweit. Machen wir gleich. Irgendwie müssen wir an Geld kommen. Mir ist gerade jedes Mittel recht. Ponchos können wir auch verkaufen, ein paar.
Haben wir noch was? Tortillas können wir verkaufen. Pilz. Ja, na gut. Also, Zeitung. Oh, pünktlich auf die Minute. Sieht nicht gut aus. Immer. Wir bräuchten mal... Wir haben ja ein bisschen Krieg. Wir machen ein bisschen Kriegsrecht. Das ist ein ganz frischer Blick. Und? Das wäre auch nicht schlecht. Gracias. Die Geisel nehmen wir mit. Ja. Es wird kaum mehr als eine kleine Notlüge. Ja, ja. Ich bin dankbar für alles, was Sie von uns erreicht haben. So. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Jo, hier sind die Geiseln alle. Ach, herrje. Und wir müssen zum Leuchtturm, okay. Ich finde Ihren Standpunkt sehr fragwürdig. Ach, George, komm. Gib mir denn nochmal Honig ums Maul, oder? Ja. Nicht gut, nein. Bente, du? Läuft. Oh ja, ich habe wirklich ein bisschen was von der Kichererbse. Ja. Mögen wir eines Tages an diese Küste zurückkehren. Alles klar. Toi, toi, toi. Ich drück dir beide Daumen. Danke, Bente. Danke, danke, danke. So, lagern Sie die angeforderte Ware auf Ihre Insel und bestätigen Sie die Abschlussmeldung Ihres Einwohners. So, das war doch hier. Doch Kanonen, wie blöd. Okay. Wie kann ich denn abschließen? Was ist hier los? Wieso kann ich das jetzt nicht abschließen? Klicken Sie auf den Einwohner mit der Aufgabe auf Ihre Insel. Das haben wir. Wieso funktioniert das nicht? Mutter, schau mal. Wirklich? So schnell? Ah, so. Sie enttäuschen mich nie. Was haben wir denn? Feuernachlässe. Ausgerüstet im Rathaus. Wo ist es denn? Polizei? Habe ich denn schon ein Rathaus hier? Noch gar keins, oder? Zuerst dachte ich, du wärst ein Spion der Königin. Jetzt weiß ich, dass dein Herz am rechten Fleck ist. Wie groß ist es denn? Das ist schon größer als ein Haus, ne? Kann ich hier hinsetzen? Es ist nicht so zentrisch. Besser als keins, oder? Spielstand. Da fehlt jetzt das Geld. Das ist natürlich jetzt dumm so langsam. Wir kaufen auch keine Segel mehr, nein. Wir verkaufen Fischöl. Wir müssen irgendwie sehen, dass ja ein bisschen Geld reinkommt hier. Wir verkaufen auch Bananen. Ponchos haben wir auch zu viele. Kaffee. Ich werde Ihre Taten nicht vergessen.
Naja. Das hat mich jetzt halt alles Geld gekostet, ne? Das Lager so voll zu knallen. Das ist natürlich nicht so gut gewesen. So, bitte hier. Ich hoffe nur, irgendjemand kommt vorbei mit seinen scheiß Nuckelpinnen und kauft mir diesen Dreck ab. Es wäre toll. Hiervon haben wir genug. Mais haben wir genug. Wo habe ich denn so viele Kaffeebohnen und so viele Tortillas? Die doch gar nicht an die Kaffeebohnen, oder? Ich habe da noch gar keine Produktion, oder habe ich die schon gebaut? Habe ich schon Kaffee angebaut? Das total vergessen? Mais? Mais? Hier ist kein Platz mehr. In der Tat schon Kaffee. Selbst angebaut, ohne es irgendwie noch im Kopf zu haben. So, dann kommen die Kaffeebohnen auch weg. Und der Kaffee auch weg. Wenn ich ihn ja selbst herstelle, dann können wir ihn ja auch erstmal verkaufen. Bitte, bitte, kommt jetzt mal irgendjemand vorbei und kauft das Zeug. Das wäre toll. Weil finanziell bin ich gleich am Ende. So. Lotte unterwegs. Zuerst dachte ich, du wärst ein Spiel. Wir bleiben alle zusammen. Genau. Das ist unsere einzige Chance, um zu überleben. Ja. So sehe ich das auch, meine Liebe. Euphorische Schiffe nähern sich. Ich stand ihnen nie von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Mein Herz klopft bis zum Hals. Oh je, das wird dramatisch. Isabel hat wohl vergessen, welche Strafe auf Ungehorsam steht. Ist durchaus möglich, dass sie da nicht dran gedacht hat. Wir müssen jetzt das Urteil vollstrecken, das für später vorgesehen war. Nee, jetzt bleib doch mal locker, also. Kann man das irgendwie verkaufen? Die Zukunft der Bewegung ist gesichert. Das haben wir dir allein zu verdanken. Nee, können wir nicht verkaufen. Sie ist klein, weshalb aber zeigt uns Isabel nicht endlich den Vertrag zum Prosperity-Verkauf? Das ist eine gute Frage. Doch etwas nicht. Also die Schiffe Ihre kann ich Majestät nicht verticken. Fordert Prosperity unverzüglich und bedingungslos zurück. Der Vertrag, er ist fort. Aye. Die Pyrphoria müssen ihn während des Angriffs gestohlen haben. Wie konnte ich ihnen nur so auf den Leim gehen? Oh je. Eine Expedition ist die nächste Quest. So, Augusta, du fährst wieder hoch, wenn wir dich da unten nicht verkaufen können. Hier, du bereit. Ding auch, räudiger Hund. Ich hatte gehofft, ich werde euch hier los, aber nö. Dann müssen wir beim nächsten Mal eine Expedition machen. Geld, das normalisiert sich gerade wieder. Das war mal schön knapp, mal wieder ein bisschen Spannung hier reingebracht in das Ganze. Und jetzt mit einer ein bisschen ordentlichen Überlänge machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.